Ich habe, wie gesagt, möglichst versucht, wenig kaputt zu hauen, weil. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nun dritten Folge von The Architect Paris, dem Karrieremodus. Und wir springen direkt rein in die erste Timelapse. Wir werden heute auf jeden Fall einiges abarbeiten, tatsächlich noch mehr als in der letzten Folge. Auch wenn die Folge, glaube ich, am Ende des Tages ein bisschen kürzer sein wird, es wird auf jeden Fall hier einen schnellen Progress geben. Und wir starten hier direkt rein mit einem ja, sehr modernen Ansatz, den wir hier von unserem Arbeitgeber, von unserem Auftraggeber ja, vorgegeben bekommen haben. Und zwar sollen wir hier eben diese sogenannten Lava-Designs benutzen. Weiß nicht, was, also wie man genau das erklären soll, was dieses Typische daran ist, aber ich glaube, ihr könnt das hier schon ein bisschen erkennen. Ich habe jetzt mich auf diese zwei Typen hier konzentriert. Genau, da habe ich ein paar ausgewählt. Haben wir es vielleicht gesehen, das sind ja sehr vertikale Strukturen. Hier einmal eben dieses Modell mit dem Holz und dann eben andererseits auch dieses Modell ja, mit diesem bunten, ja, ich denke mal, das ist ein Kunststoff oder so. Hier sieht man es nochmal mit diesen bunten Schablonen. Es hat so ein bisschen auch so diese Textur so irgendwie von Wellblech oder so. Da sieht man es, glaube ich, jetzt besser. Ja, aber ich finde es sehr nice. Sieht auch tatsächlich recht modern aus. So. Halt eben, wie gesagt, mit den bunten Farben und auch den Fenstern. Was man vielleicht hier gerade schon erkennen kann, ich versuche mich eben ja erstmal zurückzuhalten und habe hier erstmal versucht, möglichst wenig zu ändern. Allerdings hat sich dann herausgestellt, ja, es war Henk. Also ich muss eigentlich alles hier quasi abreißen von dem, was bisher dort bestand. Und ja, ich muss auch mich jetzt in Zukunft öfter daran erinnern, dass ich mehr eben unten auf die Challenges achte, auch wenn das hier jetzt nur drei Stück sind. Man kann vielleicht sehen, unten, ganz unten rechts in der Ecke, da ist das ja nicht höher als 30 Meter. Und wie ihr seht, da ist kein Häkchen. Da habe ich mich dann später noch drum gekümmert, dass es off-camera passiert. Also ja, werdet ihr nicht sehen, aber habe ich einfach nochmal ja, die ganzen Gebäude ein bisschen niedriger gesetzt. Ihr seht am Ende natürlich aber dann das Endprodukt nochmal. Ja, wie gesagt, ich habe erst versucht, möglichst wenig hier irgendwie an dem Bestand zu ändern, von dem, was wir ja bisher in diesem Plot hatten. Allerdings habe ich dann gesagt, ach komm, juckt. Ich ändere einfach den ganzen Block. genau. Es war anders nicht wirklich möglich. Was ich aber natürlich versucht habe, ist hier die. Ja, hier sieht man, dass ich die. Ich versuche, die Dinger noch größer zu bauen, was eben ein Fehler war. Ja, was ich versucht habe, ist, die Grundrisse einigermaßen beizubehalten. Hier seht ihr, ich habe es gemerkt, ey Leute, ich habe komplett missgebaut mit der Höhe. So sieht aber jetzt das Endprodukt aus. Man hat es kurz von oben gesehen, hier nochmal von der Seite. Grundrisse einigermaßen beibehalten und eben mit diesen zwei Typen gearbeitet. Und ich finde, es sieht ziemlich nice aus. Also sie kombinieren sehr, sehr gut miteinander. Sie harmonieren sehr gut miteinander. Ja, haben wir abgeschlossen. 300 Credits und es geht los ins nächste Projekt. Und das ist ein ganz anderes Projekt. Hier eben überhaupt nicht mehr modern, sondern wir sollten ja eher sowas Historisches machen. Wir hatten da ein paar historische Typen auch vorgegeben von den ja, verschiedenen Architekturtypen, die wir hier benutzen sollten, durften, konnten, wie auch immer. Und ja, es war so bezeichnet als ein Schloss, meine ich. Also in der Beschreibung eben für diese Aufgabe. Am Ende des Tages, sind wir ehrlich, das, was bei mir rauskam, hat mit einem Schloss tatsächlich eher weniger was zu tun. Ich habe ein bisschen was rumprobiert und so, aber ich habe gedacht, am Ende, wir probieren einfach eher so ein historischeres für halt neu aufzubauen. Also ich habe hier Hausmann Revisited, glaube ich, nee, Empire, genau. Empire benutzt, weil das wäre eben einer der vorgegebenen Typen. Und ja, versucht sowas Ähnliches halt so wie so einen Burg-Innenplatz zu machen. Aber ja, es war, also es ist ein sehr moderner Touch, es hat halt nichts mit irgendwie was Historischem oder so zu tun. Es ist einfach eine, sag ich mal, sehr moderne Interpretation davon, aber eben halt auch mit teilweise halt eben ja, älterer Architektur. Also hier, wie man das, glaube ich, recht gut erkennen kann. Habe hier dieses eine Gebäude stehen gelassen. Das war vielleicht eher dem einen oder anderen aufgefallen, weil ich gesehen habe, ja, das ist so ein markantes Gebäude. Ich bin halt eben auch auf Google Maps gegangen und wenn ihr die Architect Paris spielt, würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen, da vor allem gerade in der Karrieremodus, in dem Karrieremodus nochmal reinzuschauen bei Google Maps, um sich so ein bisschen Bild zu schaffen von dem, was dort abgeht. Und ja, eben da fand ich das Gebäude ziemlich
ja, prägnant und auch echt schön so in echt. Und deswegen habe ich gesagt, hey, auch von dem Grundriss her, das möchte ich gerne behalten, das finde ich schön. Und habe eben dieses eine Gebäude behalten und ansonsten hier alles neu gemacht. Ja, und hier baue ich so eine Art Kapelle, weil ich gedacht habe, ja, also ne, dem, was ich ja hier vorgegeben habe, da würde das recht gut reinpassen. Ich bin aber nicht so wirklich zufrieden mit der Kapelle, was aber auch ja, weniger an mir liegt, würde ich jetzt mal behaupten, dreisterweise, sondern dass ich mehr an diesem Architekturstil, den wir hier haben im Spiel, weil es sieht halt einfach nicht aus wie eine Kirche. Es nennt sich Church. In meinen Augen sieht es nicht aus wie eine Kirche, aber gut, ist vielleicht nur meine Meinung, aber ja, es hat was in die Richtung, aber so wirklich eine richtige Kirche kann man nicht so ganz rausbauen. Aber ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, das sieht aus wie eine Kirche bzw. Kapelle oder eher nicht. Genau, ich habe hier auch mal Renaissance ausprobiert, weil das eben auch einer der Typen war und ja, habe ich noch ein bisschen rumprobiert, weil ich nicht nur das Houseman Empire Ding reinklatschen wollte, sondern auch mal ein bisschen verschiedene Sachen. Und ja, wir kommen gleich an den Punkt, wo mir dann wieder was auffallen wird. Und zwar habe ich wieder während des Bauens, ich habe einfach zu viel meine eigenen Pläne irgendwie verfolgt und gar nicht beachtet, dass ich hier ja, ein bisschen an die Grenze stoße, eben mit der Park Area. Und da sieht man gerade, habe ich es übertroffen. Also man muss mindestens 2000 Quadratmeter ja, mehr Park Area sein, als es vorher war. Wie viel es vorher war, habt ihr jetzt leider nicht gesehen. Aber jedenfalls bin ich da jetzt gerade schon deutlich von abgewichen. Das fällt mir dann gleich auf. Deswegen muss ich da noch ein bisschen improvisieren. Aber ich habe eigentlich die Sachen, die ich halt bisher gebaut habe, ziemlich nice gefunden. Deswegen wollte ich da jetzt nicht mehr so viel dran ändern. Und habe jetzt ja eher einige von den neueren Sachen, die ich dazu gebaut habe, dann wieder entfernt. Ich frage mich, was mir aufgefallen ist. Ja, hier sind übrigens die Pooldächer. Also ich glaube, als Pool wirklich, ja, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Als Pooldächer, ich weiß nicht, das funktioniert, glaube ich, nicht so ganz, aber ich fand es irgendwie cool mit dem Wasser oben drauf. Es sieht irgendwie nice aus. Vielleicht ist es auch einfach, ja, wird da Regenwasser gesammelt oder so, ich weiß es nicht. Und ja, das Regenwasser wird benutzt. Auf jeden Fall auch sehr nice, vor allem gerade diesen, ja, wie heißt das nochmal, da ist Pferdehuf, ne? Dieser Pferdehuf, wie das angeordnet ist, da mit diesem kleinen Spielplatz in der Mitte, das enjoy ich sehr. Ich fand hier halt auch irgendwie diesen Eingang von der Seite so nice. Deswegen habe ich hier nochmal diese kleine Ecke zugebaut, aber wie ihr seht, nur 92 Quadratmeter mehr und ich hätte schon wieder das Achievement nicht erfüllt. Deswegen, naja, ich habe das Beste draus gemacht, in meinen Augen zumindest. Wie gesagt, hier diese Ecke fand ich besonders schön. Deswegen hiervon auch der Screenshot. Und hier seht ihr, ich habe Probleme in der Stadt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da campen irgendwelche Leute. Wenn ihr wisst, woran das liegt oder ob das einfach irgendwie immer passiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ich genau konkret falsch gemacht habe, weil ich habe nicht so viele Freiräume, sage ich ehrlich. Ich mache quasi das, was hier drin steht in der Challenge-Beschreibung und ja. Keine Ahnung, ob ich da viel falsch mache. Kommen wir jetzt aber auch wieder zu dem Thema, was ich hier schon am Anfang so leicht habe anklingen lassen. I guess. Und zwar das Thema Stadterneuerung bzw. Stadtumbau. Und zwar habe ich hier mir in diesen beiden Szenarien, also ganz am Anfang und eben diesen, so ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich hier versuche, möglichst wenig tatsächlich am bisherigen Stadtbild bzw. am Stadtteilbild, je nachdem, zu ändern. Und eben ja eine möglichst sanfte Stadterneuerung anzustreben. Sprich, ja, wie gesagt, nicht so viel zu verändern. Oder ja, auch sehr viel von den Grundrissen hier auf der einen Seite beizubehalten oder eben ja, von der blocktypischen Architektur. Was ich jetzt hier gemacht habe, in diesem Beispiel, ist verschiedene Hausmann-Stile neu einzubauen. Und zwar gerade eben ja, diese People, also Bevölkerung und Ökologie-Typ. Also von beiden gibt es, glaube ich, ja vier Stück. Und hier, das ist ein Special-Gebäude, was ich reingebaut habe. Das ist jetzt hier auch besonders hoch. Ich habe gerade leider den Namen vergessen. Ist auch eben ein Hausmann-Typ, aber wie gesagt, Special mit dieser goldenen Fassade, Fensterreihe. Ist nicht sehr nice, ein schönes Detail. Und wie gesagt, als einzelnes Gebäude auch so ein bisschen herausstechen. Das finde ich sehr nice. Ansonsten habe ich eben versucht, möglichst viel weiterhin die Grünflächen zu nutzen, weil ich nicht so viel von den bisherigen Gebäuden tatsächlich abreißen wollte, um da etwas Neues hinzubauen. Hier seht ihr auch das eine
der etwas größere Gebäude, beziehungsweise der etwas größere Gebäudekomplex. Auch da bin ich dann auf Google Maps gegangen und habe mir dort angeschaut, okay, was ist das? Es war ein Studentenheim, wenn ich mich recht erinnere. Und habe mir auch hier gedacht, ey, das möchte ich gerne behalten. Ist auch hier, wie gesagt, eben eines der etwas prägnanteren, ja, mehr ja, herausstechenderen, schwieriges Wort, Gebäude. Eben darum möchte ich auch dies gerne behalten und drumherum einfach nochmal die weiteren Gebäude bauen, die ich eben benötige für diese Challenge. Ja, hier habe ich nochmal diesen Typ mit der goldenen Fassade benutzt. Ja, aber ansonsten, ja, jetzt habe ich den nur zweimal benutzt. Also ich finde den sehr schön, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt besonders eher um diese anderen Typen gekümmert. Wie gesagt, hier eher mal diese gelben und roten, ja, etwas bunten und ärmeren Typen. Einfach ein bisschen farbenfroher. Also finde ich, sieht halt auch einfach schön aus im Stadtbild. Und eben diese grünen Ökologietypen halt, die auch ja für die Ökologie in der Stadt sehr gut sind. Ja, und genau, diese drei Plots waren eben zusammengehörig als eine Challenge, als ein Szenario, als eine Aufgabe. Und ja, das ist das, was ich hier gebaut habe. Ich habe, wie gesagt, möglichst versucht, wenig kaputt zu hauen, weil es war halt eben auch ein Thema, von wegen, ja, dass es hier eben dieser historische Distrikt ist. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen in meinem GeoGuessr Video zu Paris. Auch da habe ich dann nochmal mich eben auf dieses historische, ja, historische, die historischen Distrikt hier bezogen. Auch hier schön mit dem Turm im Hintergrund. Ja, und das war die Challenge, die ich hier eben gemacht habe. Ich bin sehr happy damit, vor allem, weil ich eben, ja, diese neuen Gebäudetypen und diese alten Gebäudetypen, finde ich, sehr schön kombiniert habe. Ich finde, es passt, es ist schön bunt, es ist, ja, nicht so viel neu, nicht so viel alt. Und ja, ich bin happy damit. Und damit kommen wir auch schon wieder zu einem Teil am Ende dieser Folge, wo ich euch zeige, was für nächste Szenarien möglich sind. In der kommenden Folge werden bestimmt nicht alle spielen, aber wie ihr auch seht, ja, die grünen Challenges sind die, die wir bisher abgeschlossen haben, und das sind schon ein paar. Deswegen mal gucken, was in der nächsten Folge drankommen wird. Ich denke mal, dass eben diese Challenge hier auf jeden Fall eines, auf die ich sehr Bock habe, eben so ein ja, Distrikt eben oder ein Viertel quasi im niederländischen Stil nachzubauen. Ich denke, das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge folgen. ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese nächste Folge. Ich hoffe, euch hat auch ja die letzte Folge sehr gut gefallen. Dürft gerne ein Like da lassen und ja, schreiben, was vielleicht auch noch verbessern kann in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut und bye bye.